Willkommen bei Uschiversum. Mein Name ist Uschi Pöttler-Fellner und ich treffe heute Menschen, die bewegen. Heute bin ich mit der Sängerin Virginia Ernst verabredet, dann treffe ich Starfriseurin und Unternehmerin Barbara Reichert und die Erfinderin des Gurgeltests, Frau Dr. Manuela Födinger. Und am Abend treffe ich schließlich noch die Psychotherapeutin Dr. Erika Freeman. Los geht's! Im neuen Hotel Jazz in the City bin ich verabredet mit Virginia Ernst, die mit ihrer Frau Dorothea vor kurzem ein Baby bekommen hat. Ja, und wie das so ist mit einem kleinen süßen Mann zu Hause, das erzählt sie mir jetzt. Hallo Virginia, hey, schön, dass du da bist. Yay. Hey, schau, wie lustig. Ja, die Wackelkatzen. Genau. Virginia, du hast mit deiner Frau Dorothea vor ein paar Wochen ein Baby bekommen. Ihr seid jetzt aus einem Paar, ist eine Familie geworden. Wie geht's denn bei euch zu? Wir genießen einfach jede Sekunde, ja, und es vergeht einfach so schnell. Er ist schon wieder urgewachsen, ja, aber ich kann mich noch erinnern, wie er halt da zur Geburt gekommen ist, so ganz klein, ja, und jetzt ist er schon ein wirkliches Bröckerl, kann ich sagen, ja, er isst sich und schläft sich groß, aber uns geht's super. Euer Baby sieht man, wenn überhaupt, nur von hinten. Wir durften ein Shooting machen, haben ihn auch nur von hinten fotografiert und niemand weiß, wie er heißt, warum. Das ist eine reine Schutzmaßnahme. Also wir erwähnen auch keinen Namen von ihm. Das kann er sich dann, wenn er alt genug ist, selber aussuchen. Ich weiß, ich stehe mit meinem Leben komplett in der Öffentlichkeit. Ja, viele haben kein Problem damit und ich eigentlich auch nicht. Ja. Aber wir haben schon vor der Geburt, haben wir einfach beschlossen, wir wollen ihn da einfach nicht zeigen. Ja, wir wissen, was halt so passieren kann auf Social Media, technischen Sachen. Ja. Und da wollen wir ihn einfach raushalten. Jetzt seid ihr als gleichgeschlechtliches Paar durch dich sehr in der Öffentlichkeit. Du bist Künstlerin, du ziehst die Blicke und die Meinungen auf dich. Wie geht ihr damit in der Öffentlichkeit um? Wir sind ja bewusst dann rausgegangen, um eben dieses Tabuthema zu brechen. Dass wir sagen, hey, eine Insemination oder eine künstliche Befruchtung ist einfach was ganz Normales. Genauso wie für ein Heteropärchen. Ja, da kann man ruhig drüber kommunizieren. Plötzlich hat das Wellen geschlagen, ja, und darauf waren wir gar nicht gefasst und schon gar nicht ich. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, das wird halt ein bisschen polarisieren, aber es hat extrem polarisiert und das ist natürlich gut, weil umso mehr konnte ich Menschen erreichen mit dem Thema und umso mehr Zuspruch ist gekommen. Wer wickelt, wer ist zuständig wofür? Also stillen tut sie? Ja, stillen tut genau. Ja. Er sucht bei mir eben auch, aber ich sage immer, Schatzi, du, da gibt es nichts, ja, da gibt es einfach nichts. Ja. Ja, die Dori ist vorwiegend natürlich, die war immer schon eine Nachteule. Also ich liege schon um 10 im Bett und sage, ich drehe mich um und geschlafen. Ja, ich stehe halt dann auch schon um 6 auf. Und der Kleine ist halt dann auch um 10 putzmunter, munter, ja. Wirklich, der hat dann die Augen offen und schaut die ganze Zeit. Aber er ist ultra brav, wirklich. Also das heißt, den Nachtdienst macht deine Frau? Ja, ja, genau. Muss sie. Natürlich, er hat Hunger. Und dann, wenn er halt dann bei mir ist und dann Hunger hat, ja, bleibt er halt dann. Und ich kann ihm halt dann nichts geben. Und da ist halt die Dora am Abend halt schon super. Weil dann legt sie ihn an und dann schläft er halt, ja. Wie wollt ihr das in Zukunft machen? Wird er zu euch beiden Mama sagen? Nein. Oder was wird er sagen? Nein. Da haben wir lange herumgerätselt, weil ich sehe mich nicht in der Position als Mama. Es wird einen Bezug haben. Aber es wird weder Mama noch Papa sein, aber es wird ein Zwischending sein. Und das war mir einfach wichtig, dass ich ein spezielles Ding mit meinem Sohn habe. Wenn euer Sohn in den Kindergarten oder in die Schule kommt, wie glaubst du, wird sich die Situation dann gegenüber Gleichgeschlechtlichkeit entwickelt haben? Wird das nach wie vor so sein, dass die Leute schauen, darüber reden oder wird es dann selbstverständlich sein? Wir hoffen das sehr. Es liegt gerade an der Generation an uns. Also ich merke das. Vor allem in meiner Generation, also so alle zwischen 27 und 35 haben gerade alles Kinder. Ja, also die heiraten und kriegen alle Kinder. Ja. Und es liegt an uns, unseren Kindern, das einfach nicht beizubringen, sondern einfach mitzugeben und zu sagen, hey, du kannst so sein, wie du sein möchtest. Ja. Du kannst nach Hause kommen mit einem Mann oder mit einer Frau,
es ist alles okay, du musst dich jetzt nicht outen oder irgendwas dazu sagen. Es ist dann einfach so. Und ich hoffe sehr, dass das dann in der Schulzeit, dass die anderen Kinder das einfach von ihren Eltern mitbekommen, dass dann nicht die Nachfrage kommt, ja, du hast ja eigentlich zwei Frauen als Eltern, ja, oder zwei Papis oder zwei Mamis, ja, sondern das sollte gang und gäbe sein, dass man nicht nachfragen muss. Und bei vielen Schulen ist das ja mittlerweile schon so. Und ich hoffe, dass wir einfach, vor allem auch mit unserem Statement, einfach viel mehr Leute damit erreichen können, diese extreme konservative Schiene, die es seit Jahrhunderten gibt, einfach zu durchbrechen und zu sagen, sei so wie du bist und es ist alles normal, weil es ist momentan eh nichts normal auf diesem Planeten. Im wunderschönen Palais Kinski treffe ich Barbara Reichert, die bekannte Friseurin, die eine sehr schwere Zeit hinter sich hat. Die Diagnose Krebs hat ihr Leben von einer Minute auf die andere auf den Kopf gestellt. Hallo Barbara. Hallo. Von ganzem Herzen. Wie bist du draufgekommen, dass irgendwas in deinem Körper nicht stimmt? Ich war für mich ein vollkommen fitter Mensch am Weg in die Arbeit. Und für eine Kontrolluntersuchung, weil ich immer Asthma-Probleme hatte, die wieder an der Zeit war, habe ich meinen Lungenfacharzt angerufen und der hat gerade Zeit gehabt und gesagt, ich soll vorbeikommen und es war eigentlich eine Zufallsdiagnose. Und am darauffolgenden Tag bin ich dann schon operiert worden. Also das ist alles wahnsinnig schnell gegangen, weil bei der Biopsie ist leider meine Lunge kollabiert und also das stand dann schon einmal an der Kippe. Und dann musste die Lunge zuerst einmal künstlich wieder aufgemacht werden und dann bin ich sofort operiert worden. Was ist in dir vorgegangen, wie du die Diagnose gehört hast? Mir hat es völlig den Boden unter den Füßen weggezogen, total. Es trifft immer jeden, nur einen selber nicht. Ja. Und also ich war in einem völligen Schockzustand. Du bist eine Vollblutunternehmerin immer gewesen. Wie war dieses Gefühl für dich, es nicht mehr alleine steuern zu können, die Zügel vielleicht abzugeben? Also abzugeben während meiner Operationen, ja, da ging es ja wirklich darum, dass ich es überhaupt überlebe. Ja. Also wenn man mal auf der Intensivstation landet, ja, und man weiß, man ist sich des Risikos bewusst, dass sich's wahrscheinlich auch nicht mehr ausgehen wird. Ja. Mir ist es also so schlecht gegangen, dass man mich also dann auf die Intensivstation ins AKH verlegen musste. Ja. Und 10 Tage später, also nach einem Monat, bin ich dann rausgekommen im Rollstuhl. Ja. Also ich habe knapp 44 Kilo. Ja. Wenn man da also dann mit dem Rollstuhl entlassen wird, dann denkt man an gar nichts. Du warst Raucherin. Wie viele Zigaretten hast du geraucht? Zu viele. Jede einzelne Zigarette ist zu viel. Du bist bis heute im Unternehmen präsent, im Background. Das heißt, du kümmerst dich um dein Unternehmen. Absolut, ja. Machst das von zu Hause aus? Ja. Also ich gehe nicht in die Betriebe zu den Öffnungszeiten, weil da ist mir zu viel Verkehr. Es ist mir zu unsicher. Ja. Und ich gehe also prinzipiell nicht unter Menschen. Ja. Das heißt, du lebst eigentlich relativ zurückgezogen? Nicht relativ, ich lebe in völliger Quarantäne. Also ich habe weder Weihnachten noch Geburtstag noch Silvester nicht einmal meine Kinder bei mir gehabt. Ja. Im Freien geht's, ja, also auf Distanz, aber in einem geschlossenen Raum nicht. Genau, du bist aber in einem Umfeld, in dem es dir gut geht. Du kannst jederzeit in deinen Salon, das ist sehr viel wert. Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht auch noch hätte, dann weiß ich nicht, ob ich das so gut geschafft hätte mit dieser völligen Isolation. Ja. Stellst du dir manchmal die Warum-Frage? Nein. Gar nicht? Nein. Ich glaube, ich würde auch keine Antwort drauf kriegen. Ja. Und sowas, da bin ich dann, weil es so ist. Viele Krebspatientinnen driften ein bisschen in Richtung Spiritualität. War das bei dir je ein Thema? Nein, es ist so, wie es ist. In welche Richtung denkst du, wenn du an die Zukunft denkst? Schmiedest du Pläne? Nein, das habe ich aufgehört. Also ich bin im absoluten Hier und Jetzt, ja, aber nicht in einem Jahr.
Ich bin auf dem Weg zu Professor Manuela Födinger. Sie leitet das Institut für Labordiagnostik in der Klinik Favoriten und hat mit ihrem Team den Gurgeltest erfunden und entwickelt. Und ich freue mich sehr, diese außergewöhnliche Wissenschaftlerin und Frau jetzt zu treffen. Ja, hallo Manuela. Jetzt sehe ich einmal, wie du arbeitest. Wahnsinn, was da alles liegt. Also ich habe hier meine Häufchen. Liebe Manuela, wir sind hier in deinem Reich im Institut für Labordiagnostik in der Klinik Favoriten. Du hast hier mit deinem Team den Gurgeltest entwickelt. Wie darf man sich das vorstellen? Wie ist das vonstatten gegangen? Also vielleicht, was ein wichtiger Punkt ist, ist, diese Entwicklung ist aus der Not heraus entstanden. Es war so, dass weltweit diese Nasenrachenabstrichsysteme am Ausgehen waren und dann hätten wir ein Problem gehabt, wenn wir keine mehr haben. Es war damals ganz konkret so, ich kriege eine E-Mail. Viele Experten haben eine E-Mail bekommen, und zwar vom Professor Binder, medizinischer Direktor im Gesundheitsverbund. Und der fragte an, was wäre mit Rachenspülflüssigkeit? In der SARS-1-Epidemie hat das nämlich funktioniert. Somit hatte ich es auf der Agenda und damit war es ein Thema in meinem Leben. Jetzt habt ihr das geschafft. Wie freut man sich dann, wenn dieses Produkt dann wirklich auf den Markt kommt? Zum Jubeln haben wir fast keine Zeit gehabt. Ich muss sagen, in der Zeit, wo wir wirklich mittendrin in diesen Entwicklungen waren, das war für uns schon herausfordernd. Ich meine, ich kann zu meiner Person sagen, meine Familie hat mich fast nicht mehr gesehen. Ich habe aber große Unterstützung von meinem Mann, von meinen beiden Söhnen. Die haben mich immer unterstützt in jeder Phase, aber ich bin oft um 23 Uhr nach Hause und ich habe mich über viele Phasen nur von Schinken-Käse-Toast ernährt, weil das ist schnell gegangen in der Nacht, dass man sich das noch macht, bevor man schlafen geht. Also Wissenschaft und Forschung ist etwas, da braucht man langen Atem, viel Disziplin, aber ein klares Ziel vor Augen und wenn das Ziel nicht erreicht ist, weitermachen. Kannst du uns kurz erklären, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert? Das Allerwichtigste in der Wissenschaft aus meiner Sicht ist eine präzise Forschungsfrage. Also einfach so loslegen, Wissenschaft und Forschung geht nicht. Ich muss ganz klar wissen, was möchte ich. Beim Gurgeltest zum Beispiel musste man vergleichen, Gurgeltest gegen klassischen Nasenrachenabstrich, das sogenannte Standardverfahren. Wenn ich dann genau weiß, was ich möchte, brauche ich Ressourcen. Ohne motivierte Leute mitmachen geht gar nichts. Ohne Kooperation in der Wissenschaft geht gar nichts. Man macht das nicht als One-Woman-Show, auch nicht als One-Man-Show. Man macht das in Kooperation gemeinsam. Was kostet es, so einen Gurgeltest zu entwickeln? 1 Million? 10 Millionen? Also es ist nicht 1 Million oder es sind 10 Millionen, aber es sind viele Tausende Euro. Es sind viele Tausende Euro, die wir brauchen. Und da muss man sagen, da war der Bürgermeisterfonds in Wien. Das war toll. Da wurden Mittel aufgestockt, um Wissenschaft und Forschung betreiben zu können. Und dadurch, dass dieser Pott zur Verfügung stand, hatten wir die Möglichkeit, in sowas überhaupt einzusteigen. Wo kein Geld, da keine Wissenschaft. Wo kein Personal, da keine Wissenschaft. Du sitzt hier unter einem Bild, das dein Vater gemalt hat. Du bist sehr sportlich, du hast eine Familie, mit der du Sport machst. Was macht dir denn privat Freude? Kunst interessiert mich, die Kunst in all ihren Facetten. Ja, das ist, finde ich, wahnsinnig spannend. Wissenschaft und Kunst haben auch in gewissen Facetten oder in gewissen Inhalten auch etwas gemeinsam. Da gibt es einen Overlap. Und vielleicht Wissenschaft und Kunst, diesen Overlap, das würde mich mal interessieren, wenn ich alt bin, wenn ich nicht mehr laufen kann, vielleicht widme ich mich dann dem. Es wird langsam Abend und ich bin noch mit Frau Dr. Erika Freeman im noblen Hotel Imperial verabredet. Erika ist eine Legende unter den Psychotherapeuten. Zu ihren Patientinnen und Freunden zählt halb Hollywood. Seit ihrer Rückkehr aus den USA lebt die 94-Jährige in einer Suite im Imperial. Thank you.
Erika, warum wohnst du eigentlich im Hotel Imperial? Weil das ist meine Rache an Hitler. Er hat einmal da gewohnt, ich bin von da weggelaufen und jetzt bin ich zurückgekommen und wohne im Hotel. Und jetzt, seit dem Lockdown, bin ich der einzige Gast. Doch jetzt kommen schon wieder die Diplomaten, aber inzwischen war ich die Einzige. Stell dir vor. Du sagst, das ist deine Rache an Hitler. Du bist als Kind, wurdest du in einen Zug gesetzt? Ja, ich konnte wegfahren. Ich hatte ein Affidavit. Eigentlich, meine ganze Familie war schon in Palästina. Mhm. Und da konnte ich ein legales Zertifikat bekommen. Mhm. Und das war der Traum. Meine erste Sprache war Hebräisch. Denn wir dachten, wir fahren nach Palästina. Sagt meine Mutti, okay, du fährst nach Palästina. Sag ich, nein, ich fahre nach New York. Sagt sie, wieso? Das ist ja nicht der Traum. Sag ich, schau, ich habe ein Affidavit für New York. Das hat nur meinen Namen. Ein Zertifikat für Palästina hat keinen Namen. Mhm. Das heißt, fahre ich nach New York, kannst du ein anderes Kind auch retten. Mhm. Also bin ich nach New York gefahren. Also bist du nach New York gefahren. Aber du warst alleine, muss man sagen. Du warst 12 Jahre alt, du warst alleine. Hast du Angst Zug, gehabt? Das war so ein Zug mit nur, ein Waggon mit nur Juden. Und da kommen wir an in Amsterdam, weil wir müssen auf das Schiff warten. Und sind zwei Holländer gekommen, uns abzuholen. Und ich bin das einzige Kind. Da schaut mich einer an und sagt zum anderen Holländer, so jung und schon jüdisch. Oh Gott. Dann warst du in New York alleine als 12-Jährige. Yes. Ja, und die Verwandten, die hatten mich nicht gemocht und die wollten mich ganz einfach nicht. Und ich wollte nur Englisch studieren. Ich habe Hebräisch, Deutsch, Französisch, kein Englisch. Und das war 1940. Und die sagen, geh auf die Straße und spiel. Ein gut erzogenes Mädchen spielt auf der Straße wie die Lausbuben. Das geht ja nicht. Und ich bin nur in der Ecke gesessen, habe Englisch gelernt. Und da kommt eine Frau, redet mit mir und zwei Wochen später bin ich in einer Schule, wo man wohnt, which ist herrlich, weil dort haben keine Familien, es gibt nur Kinder und Schulen. Und nach 6 Monaten ruft man mich das Dektorat an und sagt, es steht hier, dass du nicht gehorsam bist. Mhm. Bist aber sehr gehorsam und fleißig und allerlei Sachen. Haben die gelogen? Ich gesagt, eigentlich nicht, weil ich war nicht gehorsam. Sie haben gesagt, geh auf die Straße und spiel. Und ich bin in der Ecke gesessen, habe Englisch gelernt. War ich also nicht gehorsam, kann man sagen. Du warst deiner Mutter gegenüber gehorsam. Yes, ja? Yes. Mhm. Und wie man sein soll und wie es sich passt. Und man braucht ja Englisch. Aber seit damals habe ich gelernt, dass wenn jemand etwas sagt, dass jemand nicht gehorsam ist, zum Beispiel in der Psychoanalyse oder was, frage ich immer, was ist das, dass der Mensch und das Kind nicht gehorsam ist. Warum hast du denn Psychologie studiert? Warum wolltest du Psychoanalytikerin werden? Ich wollte nicht. Ich wollte die Welt retten mit Politics. Und dann hatte ich Moshe Sheretok, der erste Foreign Minister, hat gewusst, dass ich studiere. Mhm. Ich habe damals gearbeitet, Jewish Agency for then Palestine. Mhm. Und hat mich zu der UNO mitgenommen. Mhm. Und damit ich zuhören könnte, wie ein Staat geboren wird. Ja? Und dann auch hinten, wo die Botschafter alle gewesen sind. Mhm. Das ist einer am Telefon, ist mir Schugge. Und er schreit und denke ich mir, er kann die Welt zerstören. Mhm. Aber wenn ich ihn retten konnte, wird er nicht die Welt zerstören. Habe ich aufgehört, Political Science and International Relations, und habe studiert Psychoanalyse. Fällt es dir leicht, als Psychoanalytikerin in Menschen hineinzuschauen? Weißt du, was Menschen empfinden, wenn sie dir begegnen? Mit normalen Neurotiker kann ich nichts anfangen. Ich habe irgendetwas mit Creative Personalities, weil ihr seid alle ein bisschen Meschugge. Also die Medienleute, die Künstler, das sind deine Klienten. Weil anders, ich kenne mich nicht aus mit normalen Neurotikern. Was fehlt dir? Hast ja alles. Aber wenn man ein Künstler ist, hat man noch etwas, das die Welt nicht versteht und das sehr öfters nicht einmal deine Familie verstehst. Wenn du ein Masel hast und hast Familie, wo jeder jemand ist, aber im Allgemeinen ist das ein Einzelkind, eine Person, die was hat. Mhm. Und man meint, dass etwas stimmt da nicht. Ist das der Grund, warum du dich mit Woody Allen so gut verstanden hast, weil er so ein Neurotiker ist? Yes. Aber er war mein Freund, er war niemals mein Patient, wenn das wäre. Wäre nicht so neurotisch. Wie hast du Marilyn kennengelernt, Marilyn Monroe? Wir waren sehr gut befreundet mit Lee Strasberg.
the head of the actor studio. Mhm. Und waren immer dort für Christmas und überhaupt New Year's Eve. Und die einzige Person, die ich dort niemals gekannt habe, war ich. Mhm. Ich gehe hinein und schau dir die berühmten. Okay, aber jeder sehr nett. Ja. Und je mehr Talent du hast, je größer du bist, desto netter bist du und weißt nicht einmal, was du hast. Du bist sehr bescheiden. Und dort hast du Mary Lynn kennengelernt. Ja, weil sie war sehr gut befreundet mit Lee Strasberg und die haben ihr sehr geholfen. Seine erste Frau war sehr hilfreich, ist immer mit ihr gegangen. Das war so eine neue Mutter für sie. Das ist sehr leid. Sie hat keine, ihre Mutter war nicht gesund. Mhm. Und niemand weiß, wer ihr Vater war. Und war sie sehr unsicher? Eine unsichere junge Frau? Sie hat nicht Frau? Gewusst, wer sie war, hat aber großen Respekt gehabt für Menschen, die educated. Ja, die, hat sie bewundert. Ja. Hat sie bewundert. Und darum hat sie dann Arthur Miller geheiratet. War Mary Lynn nett? War sie eine nette nett, Person? Bescheiden, ein bisschen ängstlich. Ja. Überhaupt nicht gewusst für sich selbst. Aber sie hat Marilyn gekannt, zum Beispiel. Sagt sie einmal, willst du Marilyn sehen? Wir waren bei Lee Strasberg. Sag ich, ich sitze hier neben dir. Sagt sie, nein, du sitzt neben Jean. Das war sie wirklich? Das war ihr. Ja. Sag ich, okay. Steht sie auf, puts on her high heels und sagt, und jetzt siehst du Marilyn. Dann setzt sich wieder nieder. Ja. Wahnsinn. Süß. Wie hast du deinen Mann kennengelernt in New York? Er war Cottage Father, das heißt der Hausvater. Er hat gesagt, was jeder Mann, den ich gekannt habe, hat mir am ersten Date angeboten, ihn zu heiraten. Wirklich? Das war so lustig und ich habe sie niemals wieder gesehen. Wie lange wart ihr verheiratet, 25 Erika? Jahre. Dann ist dein Mann gestorben. Eine Frechheit. Mit 50 stirbt man. Das ist doch ein Blödsinn. Ich meine, 1, 2, 3 und ein Blutguss und fertig. Wie ist das für dich, jetzt wieder in Wien zu sein? In der Stadt, die du als 12-Jährige verlassen musstest. Es gibt ja doch just Gerechtigkeit. Ich bin weggelaufen, es war todesgefährlich. Jetzt komme ich zurück im Hotel, wo Hitler gelebt hat. Man redet zu mir so wie du, man fragt mich Sachen für Television, stell dir das vor, wer bin ich denn? Aber du hast auch noch deine Patienten, die du therapierst. Das entweder machst du telefonisch. Am Telefon oder unten in der Lobby hinter dem Christmas Tree, damit man uns nicht sieht. Okay. Hast du auch noch in New York Kunden? New York, Klienten? Australien, Los Angeles und Wien. Herrlich. Also man muss sich das vorstellen, die rufen dich an und dann sprichst du mit ihnen. Ja, die haben einen ihnen. Termin, gewisse Zeit. Und das sowieso soll man einen nicht sehen. Und mein Lehrer war Theodor. Du meinst, als Psychotherapeut soll der... Darum sitzt du hinten. Weil es ist sehr wichtig. Und Freud hat gesagt, er will nicht, dass man ihn die ganze Zeit anschaut. Und wenn schon, dann suchst du, was meint er von was ich gesagt habe. Und dann wirst du vielleicht was sagen, dass du meinst, es wird ihm imponieren. Das soll man nicht. Also red in die Welt hinein. Genau. Und die werden schon sehen, was rauskommt. Genau. Und lass alles raus. Weil es gibt Sachen im Unterbewusstsein, die sind eigentlich herrlich. Aber die meisten creative Menschen wissen nicht einmal, wie herrlich die sind. Erika, du hast dich immer für Frauen eingesetzt auch und für Frauenrechte. Schon vom Anfang. Meine Mutti war... Warum eigentlich? Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, das war wegen meiner Mutti. Wenn sie jung war, sie war eigentlich Jentl. Und das habe ich Barbara Streisand noch nicht erzählt. Wir sind von Stockholm nach New York gefahren und sie wollte mit mir reden. Mein Mann war vorne, erste Klasse. Ich war hinten, aber es war Winter, konnte ich schlafen. Die Barbara Streisand ist mit euch gefahren. Ja. Und dann kommt der Stewardess und sagt, Miss Streisand wants to talk to you. I'm sleeping. Ja, aber Miss Streisand, okay. Also bin ich gegangen und wir haben geredet die ganze Zeit. Und sie sagt, eigentlich will sie nicht mehr singen, es macht sie nervös. Und sie ist sehr interessant. Ihre Mutter hat sie nämlich nicht gemocht. Sie hat Tinnitus und sie hat vor den Augen wimmelt sie. Stell dir vor, die ganze Zeit. Und trotzdem schafft sie... Was sie tut. Und dann fragt sie mich, und sie schreibt alles, was ich sage, und dann fragt sie, wie weiß man, dass es wirklich Liebe ist? Und was hast du gesagt? Ich dachte manchmal, ich weiß,
manchmal glaubt, weißt du, du musst es irgendwie antworten, auch wenn du nicht weißt, ja? Mhm. Ich gesagt, weißt du, eigentlich ist das wie Kirschenblüten. Mhm. Diese Kirschenblüten so schön und so, und dann fallen sie runter. Mhm. Aber wenn es wirklich Liebe ist, kommen die Kirschen. Mhm. Das ist ein ganz anderes Gefühl, ein anderer Geschmack. Hast du in dieser Pandemie, die ja auch noch länger dauern wird, jemals Angst bekommen, dass du krank wirst, dass du dich ansteckst? Die Angst macht dich krank. Mhm. Auch wenn du nicht diese Krankheit kriegst wie jeder andere, die ansteckend ist, macht dich die Angst krank. Mhm. Und das hilft dir nicht. Mhm. Und wir wissen, und Eric Kandel hat den Nobelpreis dafür gekriegt, wenn du glücklich wirst, wirst du gescheit und gesund. Etwas passiert im Gehirn, das kommt vom Glücklichsein. Das war ein langer und aufregender Tag. Diese Menschen haben mich bewegt. Wir sehen uns, passt gut auf euch auf.